Hallo und herzlich willkommen, liebe Gameplay-Freunde. Mein Name ist natürlich immer noch Sirius und wir befinden uns natürlich immer noch bei Last of Us. Und das Spiel pausiert, ihr wisst warum. Ich befinde mich kurz vorm Hauptkampf und ich schwöre, ich habe das hier nicht angepackt. Ich weiß gar nicht, warum da vor 13 Minuten steht. Kam mir gar nicht so lange vor. Mal kurz ein, zwei Videos gecheckt auf YouTube, ein bisschen auf Facebook geguckt und jetzt geht's weiter. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß dabei. Unsere Taktik heißt heute, wir werfen einen flammenden Cocktail auf das dicke Vieh da hinten und hoffen, dass es das Vieh direkt mit ansteckt und knallen ihn dann mit dem Vieh hier in die Rübe. Das wäre so die Taktik für heute. Also, gucken. Los, Ellie, halt drauf. Oh, Zombie-Attacke! Schon tot, der Penner. Ey, hau ab hier, ihr Scheißschweine! Und Brief! So, und jetzt runter hier. Oh, Ellie, Entschuldigung. Brenn, du Sau! Jetzt mal schnell weg hier. Komm, Ellie, wir hauen ab. Komm rein. Hat gesessen! Bam, Baby, bam! Wuhu! Ach komm, nur noch so ein armer Kleiner. Nur noch ein armer Kleiner. Der tut einem ja fast leid, der ist ja ganz einsam. Guck mal, wie er sich sträubt und windet. Na komm. Kannst du deine Freunde in der Zombie-Klicker-Hölle besuchen, du Zappel-Zombie. Yeah! Ich bin fabelhaft begeistert, dass das so schön geklappt hat, wie ich mir das ausgemalt habe. Ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass die scheiß Zombies so schnell... Yeah, dankeschön, oh, Fettsack. Mann. Dass die scheiß Zombies so schnell da hochgeklettert kamen. Hab mich da ein bisschen zu viel hier auf die Fettsäcke konzentriert, aber war ja trotzdem schön. War doch trotzdem schön alles. Alles gut gelaufen, alle tot, die tot sein sollen. Und yeah, gut ist. Das hätte wirklich noch wunderbar vielleicht mit in die letzte Folge gepasst. Wie lange hat das jetzt gedauert? Na doch, zwei, drei Minuten. Und na, ich war mir aber nicht ganz sicher, ob ich das dann irgendwie scheiße spiele und so. Deshalb gab es das jetzt heute in der neuen Folge zu sehen. So, habe ich hier noch irgendwo was abgeknallt, wo Munition oder so liegen könnte? Hier sind die Dicken so rumgetrottelt, ne? Ich glaube, dass... hier ist noch ein bisschen was. So, wollen wir eben ganz kurz gucken, ob wir irgendwas erstellen können. Ah ja, Molotow. Sehr schön. Medipack leider nicht mehr. Ah, Medipack wird auch meines Erachtens ja vollkommen überbewertet, auch wenn ihr das immer nicht so seht, weil ihr immer gerne überleben würdet. Ich finde es aber nicht schlimm, wenn man auch mal drauf geht. Also es... Who cares? Was soll das? Habe ich hier noch einen Pfeil? Nee, das ist also egal. Dann können wir es auch so lassen. Ich würde sagen, wir halten den Flammenwerfer einfach bereit. Ich lade schon mal nach hier. Neue Kartusche rein und weiter geht's. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nur noch so Passagen kommen, wo wir ständig irgendwie gegen so Horden kämpfen müssen. Ellie, kommen wir da rauf? Okay. Kriegst du die Kiste darunter? Na mal hoch mit dir, Kleine. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn Ellie irgendwo so alleine da ist. Ja, ich passe auf.
Gut gemacht. Irgendwas zu sehen? Ach, falsche Waffe, Entschuldigung. Ich würde sagen, nichts zu sehen, also runter hier. Zack. Du kannst da oben drauf entlang gehen. Ich guck mal hier im Wasser. Ich würde sagen, ich tauche mal in den Truck rein oder so. Oder? Was meint ihr? Das war nochmal tauchen. B, aber gibt's ja nicht. Kreis! Ist nix. Boah, ist das hier siffig, ey. Ich sehe gar nichts. Soll ich mal auftauchen? Konnte man ja manchmal in den Schlammleveln besser tauchen, ey. Achtung. Ey, tauch. Du Sau. Ach, hier ist eine... Ach nee, da ist so ein Kann man hergehen. Ah, vielleicht muss ich auch gleich da durchtauchen, während Ellie oben entlang läuft. Das könnte auch sein. Ich dachte zunächst, hier wäre vielleicht irgendwas versteckt. Nee, anscheinend geht's da einfach nur durch, ne? Okay, bevor wir da durchschwimmen, würde ich aber sagen, wir sagen kurz Bescheid. Ellie, bist du da? Eigentlich sieht das doch irgendwie aus wie was, wo wir gemeinsam rüberkommen könnten, oder? Ich tauche trotzdem mal, weil man hat ja so das Gefühl, man müsste hier tauchen. Durch den Drecksbus hier durch. Ich bin jetzt drüben. Okay, Moment. Welche Leine? Komme ich hier irgendwo raus? Ah, hier, okay. Ach, da, die Leiter. Okay, vielleicht hätten sie die sonst gesehen oder wie auch immer. Die Sequenz haben wir uns sofort gespart, weil wir das Spiel schon so gut kennen, dass wir natürlich von alleine wissen, dass man irgendwo durchtauchen muss, wenn es eine Möglichkeit zum Tauchen gibt, Mensch. Hier oder was? Nee. Oh, leg sie ruhig hin. Ich hätte jetzt gesagt, hier. Oder muss ich mit der Leiter runterspringen, oder was? Oh, ich muss Pet wackeln. Moment. Pet wackeln. Oh, Pet wackeln. Das ist auch die blödste Erfindung in dem Spiel, die ich jemals gesehen habe. Mit dem Pet wackeln müssen. Okay. Alles geregelt, alles cool. Okay, bleib einfach am Rand. Ist es flacher? Warum habe ich sie jetzt so angeschrien? Und wie wäre es mit hier oben lang gehen? Hier ist da auch noch irgendwie was. Es ist eisig! Mann, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein! Hier ist noch so ein Comic, was du so gern liest. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, ich lese das später. Ah, ja. Wird erwachsen. Wie alt sie wohl in Last of Us 2 sein wird. Moment, Moment. Ein bisschen Munition schadet ja nicht. Lohnt sich das, den Bereich noch... Da waren wir faul. Lohnt sich das zum Beispiel hier noch einmal einfach zu tauchen, ja? Oder kann man hier gar nicht tauchen? Dass hier vielleicht irgendwas auf dem Boden liegt oder irgendwie so. Das wäre zumindest möglich, ne? Das wäre doch mal ein cooles Versteck gewesen. Aber nein, die Entwickler liegen das ja lieber immer irgendwo so ans Ende. Ah. Okay. Dann muss es wohl hier am Schloss weitergehen. Und noch eine versperrte Tür. Okay, keine Lösungsansätze oder sowas?
Ellie, du irgendwelche Ideen? Du hilfst mir da sonst immer weiter, wenn ich nicht weiter weiß? Da. Das ging doch fix. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Und da ist sogar ein Loch in diesem Maschendrahtzaun da, ne? Pass auf! Ellie! Na super! Alles klar? Boah. Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Ich glaube, ich hab dich erschossen gerade. Wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Fuck. Können wir die Scheißtür vielleicht mal zumachen, damit keine Klickers reinkommen oder sowas hier? Oh, guck, ab da. Das ist jetzt. Oh, oh, Wunderwerk der Technik. Wunderwerk der Sony PlayStation-Technik. Entschuldigung. Liebe PlayStation-Freunde. Es ist natürlich toll. Das habe ich nie anders behauptet. Nimm mit den Rotz. Und hier ist noch eine Werkbank. Ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, alles verbessert, was gar nicht verbesserungswürdig war. Das werde ich jetzt was heute in... Denn? Ja, ich glaube, Nix 74. Ich will irgendwas mehr haben mit Schaden. Schade, 75, das ist auch toll. Schussfolge erhöhen. Das wäre eventuell noch was ich mir vorstellen könnte. Das Ding, mit dem Ding spiele ich ja eigentlich nicht so viel. Ich glaube, hier habe ich wieder keine Munition und nichts. Schaden ist schon erhöht. Panzerbrechend ist schon ein bisschen erhöht. Hier, das Flammenwerfer erscheint mir sinnvoll. Das ist ein geiles Teil. So, fertig. Das sieht gut aus. Vermutlich. Was denn? Ne, wir gucken erstmal. Hier ist ein Vorratsraum, Ellie. Yeah. Ah, bitte. Sogar mit Blümchen dekoriert. Sehr schön. Ach Mann, ich habe mich jetzt schon so angewöhnt, das alles immer mit einem Satz aufzunehmen. Ich finde es eigentlich immer geiler, wenn man es so nach und nach aufnimmt, weil er sich dann so hier so zack, 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 zack. Ich finde das viel cooler, wenn er sich so ein paar Mal bückt und danach greift. Hier, zack. Hier, Hanfpflanzen auch natürlich. Hier, Blümchen nehmen wir noch mit. Pillen, Power. Hier, Power. Was haben wir noch? Das war's. Eine Lampe könnten wir noch gut gebrauchen. Und wie sieht's jetzt hier aus mit Pillen? 20, das ist immer noch für den Arsch. Messer machen wir auf jeden Fall mal. Das schadet auf jeden Fall nie, das Messer irgendwie fit zu haben. Haben wir gerade genug Teile irgendwas eingesammelt, um nochmal an die Werkbank zu gehen? Ich glaube nicht, oder? Was meint ihr? Was meint ihr? Ich glaube nicht. Dann an die Arbeit. 64 haben wir. Ich habe ja den Schaden vom Flammenwerfer gemacht. Und worüber hatte ich nachgedacht? Schussfolge, hatte ich hier gesagt, könnte ich hier erhöhen, oder? Weil das Ding ist ja eigentlich echt geil. So, ganz egal, hier wird alles verplempert und, bin wieder besoffen, kann nicht durch die Tür laufen. Ellie, bist du da? Irgendwo? Ellie? Ellie! Ja, lauf ruhig weg, wenn der alte Mann hier, ne? An den Waffen bastelt, ist klar. Sieh mal! Da ist es! Wow. Das Ziel unserer Reise. Ja, sieht so aus, als müssten wir schwimmen. Mann, sie hat pfeifen gelernt im Spiel, obwohl sie in letzter Zeit kaum mehr pfeift. Wieso kann sie denn nicht jetzt mal schwimmen lernen? Da sind sogar Fische hier im Becken. Ah, da ist eine Türe, okay. Vermutlich geht es durch die Türe durch. Was ich komisch finde, dass sie jetzt nicht miteinander reden, sondern sie wartet schon so selbstverständlich, oder? Hier könnte ich die Treppe rauf.
Ah, und das ist wieder zu hoch für mich alleine. Würde ich so sagen, mit Anlauf komme ich da hoch, oder? Na egal, wir schwimmen mal eine Runde unten. Das vermutlich hat das Spiel das ja so vorgesehen. Und ab geht's. Luft ist ein bisschen knapp. Hallo, ich bin noch nie ertrunken, glaube ich. Wo bin ich hier? Kurzer Unterwassercheck hier. Oh, ich würde sagen, wir sind vermutlich aber richtig. Da oben gibt es irgendwo her. Was ist das hier für ein Gammel-Sifferraum? So, wollen wir uns mal ein bisschen beeilen, obwohl es waren ja keine Klicker und nichts in Sicht oder in Reichweite. Also ich hoffe, Ellie ist sicher. Ach, ich muss schon wieder hier Pad schütteln. Mann, Mann, Mann. Das ist auch was. Tja, meine lieben Gaming-Freunde, jetzt würde ich sagen, so langsam kommen wir an eine Stelle, wo wir das heutige Let's Play beenden werden. Ich quetsche mich hier nochmal so ein bisschen durch. Und dann werden wir im nächsten Let's Play auf jeden Fall eine Lösung finden. Und mir fällt jetzt noch gar nicht ein, welche das sein wird. Wie wir Ellie von der einen Seite an das andere Ufer bekommen. Ich sag an der Stelle aber auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.